wird uns auch zeigen. Bei Mittelwand einlöten einfach wichtig, dass ihr nicht zu lange Gas gebt, sonst geht die Wabe durch, aber genug Gas, dass die Röte eingeschmolzen sind, sonst heben sie nicht. He? Und woher kommt die Wabe, Mittelwand, wenn sie hier stellst? Ohne Bündung. He? Einfach darauf anstellen und oben dran bauen sie es dann zu. Dann, was haben wir heute alles gemacht? An diesen Völkern. Also, mehr. Umgesetzt. Umgesetzt. Also einerseits haben wir einen, der auf 5 Abend überwintert worden ist, wo ich vor etwa 10 Tagen eine zweite Zage, also nur 5 Abend aufgesetzt habe. Den haben wir jetzt umgesetzt auf ein 10er Magazin und haben ihm über Abspiegitter einen Honigzagen aufgesetzt. Was haben wir sonst noch gemacht? Rein aufgesetzt. Da haben wir die Drohnenwabe vor ein paar Tagen reingetan. Die ist schön ausgebaut. Wird demnächst bestiftet, oder zum Teil sind sie schon bestiftet. Und dann haben wir quasi erweitert, wir haben oben den Honigraum freigegeben. Was haben wir sonst noch gemacht? Eine reine Drohnenwabe nie gehängt, oder? Ein Volk. Also alles eins geschoben, Drohnenwabe an die Wand wieder zurückgeschoben. So, dass der jetzt selber kann seinen Drohnenbau bauen. Was haben wir gesehen bei einem Volk, der Drohnenwabe drin hatte? Das Zähneblutet haben wir beim Flugloch. Also ja, beim ganzen Volk, dass anstatt dem Fluglochvorderteil im Rückteil Brutnest angelegt haben, wieso auch immer. Das sind auch Sachen, wo man nicht weiss, wieso. Also das ist einfach die Eigenart von dem Volk, da hat sich das Volk selber bestimmt im Frühling, wir hocken überwintert im hinteren Teil und fangen mit der Brut hinten an. Und alle anderen Völker haben es vorne gemacht. Muss man jetzt beobachten, was passiert, aber das Volk wird jetzt bis Mitte Jahr wird der mit der Brut ganz überwachsen, also bis im Vorderteil hier. Und dann wird es sich entscheiden, ob es im nächsten Winter wieder im hinteren Teil hockt oder ob es einmal vorne sitzt. Und wenn es wieder hinten sitzt, dann ist es halt ein Hintensitzer. Ich weiß es auch nicht, wie man dem sagt, oder? Aber eine Eigenschaft, die wir uns gerne gewöhnt sind, die eigentlich nicht typisch ist, wenn wir das mit anderen Völkern vergleichen. Aber trotzdem ist es so. Dann haben wir noch auf einem Volk die Drohnenwaben angeschaut. Und was haben wir dort gesehen? Gemischt. Also Arbeiterbau und Drohnenbau auf dem gleichen Rahmen. Das heisst, das Bienenvolk bestimmt selber, wie viele Drohnenzellen sie wollen. Wenn ich an einem Volk nur einen kleinen Streifen ausschneide, wie es in den alten Lehrbüchern in der Schweiz beschrieben ist, dann kann es sein, dass das Volk mehr Drohnen will und auf allen anderen Waben auch noch Drohnen anlegt. Wenn ich einen ganzen Rahmen gebe und den Rahmen als leeres einhänke, mit der Tröte, wieso haben wir die Tröte reinlassen? Dass es besser hebt, stabiler ist, dann kann sich das Volk selber einteilen, wie es will, also wie das Volk das will ausbauen. Und ein Volk, das eine junge Königin drin hat, tut in der Regel weniger Drohnenzellen anlegen und ein Volk, das eine ältere Königin hat, tut mehr Drohnenzellen anlegen, weil der natürliche Vermehrungstrieb mit jedem Jahr vom Leben der Königin zunimmt. Also das heisst, sie wollen auch mehr Drohnen, weil sie haben einen höheren Vermehrungstrieb. Und man sagt dem auch noch ein bisschen den Hünglercharakter. Also ein Volk, das wenig Drohnenzellen anlegt, hat einen tiefen Schwarmtrieb, eine tiefe Vermehrungsrate von der natürlichen Situation her, hat somit eher eine Auslegung für eine gute Honigproduktion. Da sind so in der Tiefe von der Selektion sind das so also ganz viele Mechanismen, wo man drauf schauen kann. Dann haben wir 5 Jungvölker, die gerade nebeneinander gestanden sind, umgesetzt. Unterschiedlich in der Brutmenge gewesen. Die einen haben 90% der Wabenfläche bebrütet, die anderen haben vielleicht nur 50 oder 60% bebrütet, dafür eine Wabe mehr gehabt. Im Gesamten war es ungefähr gleich viel gewesen, aber auf mehr Waben oder auf weniger Waben angelegt. Und das ist auch etwas Interessantes, wenn man das wieder in die Zucht nimmt. Das sogenannte Pressen von der Brutkugel, also grosse Brutflächen auf wenig Waben, braucht weniger Energie für die Bienen. Wenn das Bienenvolk mehr Wabengassen besetzen muss, braucht es mehr Energie. Also der Energieaufwand ist höher. Und wenn das Volk weniger Wabengassen besitzt, dafür die Wabengasse in die Länge zieht, ist der Energiebedarf viel weniger gross. Und das ist auch wieder für den Züchter ein Anhaltspunkt, zum Auswählen von welchem Volk, das er weiterziehen will. Dann haben wir gesehen, sie sind sanftmütig, sie sind ruhig, aber wir haben 2 gestochen. Ich weiss nicht, ob ihr es gemerkt habt.
Wir haben es nicht gemerkt. Da hinten im Hals. Zwei haben mich gestochen. Also, Seb war vorgestern dazu. Oder? Wann war das? Ja? Bei der Vreni musste ich noch einen Volk anschauen. Da hat mich Volk aufgetan. Tack, und dann hatte ich schon einen an der Schnorre. Gerade hier im Backen. Ja? Nein, wir haben zwei im Hals gestochen und das gerne gemerkt. Ein geübter Imker, der bleibt ruhig. Der nimmt, ja, ist halt so. Und ihr habt den Schleier angehabt. Ihr habt auch geschützt in dem Sinne. Es ist jetzt wohl noch ein bisschen warm. Aber sich langsam daran herentasten und mit den Bienen ins Gefühl kommen, das Bienenvolk kennenlernen. Und nachher, wenn ihr den Mut habt und die Routine habt, den Schleier einmal zurücklegen. Und wenn es noch besser wird, den Schleier ganz abziehen. Aber immer den Bein haben, in den Griff nehmen. Meine Leute hier, ohne irgendwo. Auch ich könnte ihn runterholen, aber es würde mich belasten, wenn ich jetzt runter den Schleier holen müsste. Dann wäre es nicht so gäbig, mit den Bienen zu arbeiten. Also, Bienen ist auch wetterfühlig, Föhn, kalte Biesenlüfte oder so Sachen, gewitterhaft. Das sind Sachen, die Bienen auch nicht gerne haben. Die Leute spinnen manchmal auch und Bienen eben auch. Gut. Was tun wir aufs nächste Mal? Jetzt haben wir das Kapitel 3 und 4 durchgelesen. Das nächste Mal würden wir noch 4 nochmal repetieren. Die Schwarmzeit, was jetzt hier kommt. Und die Trachtquellen mit dem Honig zusammen. Wir tun immer noch ein bisschen rückblenden und wieder vorblenden. Und wenn ihr Fragen habt, spezifisch zu dem, dann tun wir das nächste Mal anfangs vom Kurs einmal die Fragen aufnehmen. Tun wir die aufschreiben miteinander. Oder wenn ihr die vorher stellen wollt, könnt ihr mir die per E-Mail übermitteln. Dann machen wir einen Fragekatalog, wo wir versuchen, während dem Kurs zu beantworten und miteinander Lösungen zu finden. Wegen Räuber ist ja noch etwas zu sein. Ja. Wenn ein Volk geräubert wird und sich sowieso schwach, dann wird es ein Ding sein, dann soll man es eliminieren. Ja, wenn wir nur noch ein Volk haben und das noch geräubert wird, ich weiss nicht, ob wir das freiwillig eliminieren oder nicht. Wenn ein Volk beraubt wird. Einerseits, entweder ist es weisellos, es hat keine Königin mehr, also die natürlichen Abwehrkräfte sind auf Null vom Widerstand her, oder es hat eine Vitalitätsstörung, also es ist anfällig und krank. Es kann aber auch klein sein und das Flugloch ist zu gross vom Kasten. Also wenn ein Volk klein ist und wenig Bienen hat und das Flugloch ist zu gross, dann kann es den Fluglochbereich nicht super verteidigen, wie ein grosses Volk, das mehr Bienen hat, oder? Und dann kann eine fremde Biene besser eindringen. Und jede Biene, die man hat, können nie stellen konnte, geht das daheim erzählen. Und dann können auch 20 oder 30 Bienen. Das ist wie eine Suchbiene, die eine Trachtquelle erkunden geht. Ist das hier genau das gleiche? Also eine Biene, die stellt, das ist eigentlich nichts anderes als eine Suchbiene, die sich irgendwo Blüten gesucht hat, die ergiebig sind. Geht das daheim mit Rund- und Schwänzeltanz je nach Distanz erzählen. Hier hat es eine ausgeprägte Trachtquelle. Ihr müsst es nur noch holen, oder quasi, die Stanz angibt und dann 20, 25 Bienen, die von den Müstern überkommen, fliegen nachher nicht her. Und wenn wieder zwei reinkommen, dann wird das wie ein Schneeballsystem. Das wird immer grösser und am Schluss können 1000 Bienen, die dort rein oder noch mehr Bienen. Und wenn jetzt ein Volk nur noch 4, 5 absitzt und vielleicht 5, 6'000 Bienen hat, und da können 1'000 oder 2'000 Räuber dorthin. Da könnt ihr auch selber ausrechnen, wie lange es geht, bis das Volk ausgeraubt wird. Das kann sich gar nicht wehren. Und dann gibt es nur ein Flugloch auf eine Bienenbreite zusammen einhängen. Dass nur noch eine Biene um die andere durch kann. Und dann haben wir im Prinzip das Problem so wie gelöst, dass das Bienenvolk den kleinen Bereich kann verteidigen kann und die vielen Räuber, die können gar nicht mehr rein. Oder ihr könnt vorne eine Glasscheibe vorne her oder ein Fuderheu herknallen. Am Morgen früh, bevor sie anfangen zu fliegen, weil die durch das Wirrwarr mussten rausfliegen, finden den Heimweg auch wieder. Aber die noch nie dort durchgegangen sind, die finden den Heimweg nicht. Und die knallen entweder auf die Glasscheibe drauf, weil die anderen gehen rundherum. Und die Biene, die sieht ja geradeaus, oder? Und schon hat sie den Grind wieder angeschlagen. Sie fliegt einfach, das tut noch richtig auf die Glasscheibe herdeckeln. Die will einfach die Tiere und kommt nicht die. Aber sie ist Gott sei Dank nicht so intelligent, dass sie den Umweg nimmt. Das hat vielleicht dann irgendwann auch Einzelne, die das merken. Aber die von innen her können, die laufen ums Glasscheibli um und fliegen ab. Und auf dem Heimweg gehen sie auch wieder dort durch heim. Und die noch nie dort raus sind, die fliegen immer auf die Glasscheibe her. Und im Heuhaufen, also beim Grashaufen, ist genau das Gleiche. Ja. Und ja, eben. Einfach gerade rausgehen ist, kann man schon machen, wenn man genug Reserven hat. Aber jetzt zuerst.